Was bedeutet eigentlich Empfehlungsmarketing? Und wie kann ich davon profitieren? Hier ist ein Produkt. Hier ist der Hersteller. Und hier ist jemand, der von diesem Produkt begeistert ist. Und da sind all die anderen, die noch nichts davon wissen. Noch. Denn sie zu erreichen und ebenfalls zu begeistern, ist die Aufgabe von Vertrieb und Marketing. Aber wie? Es gibt drei Möglichkeiten: Einzelhandel, Direktvertrieb und Empfehlungsmarketing. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile einmal genauer an. Einzelhandel bedeutet, zwischen Hersteller und Kunde steht ein teurer, komplizierter Apparat. Werbung, Groß- und Zwischenhandel, Mieten und Löhne, all das verschlingt rund 70% des Verkaufspreises. Ganz schön teuer. Beim Direktvertrieb spart man sich diesen ganzen Apparat. Hier gibt es nur die Berater. Sie kaufen beim Hersteller ein, müssen die Waren vorfinanzieren, auf Lager halten und bekommen dafür etwa 40% Rabatt. Klingt gut, aber leider ist die Grenze schnell erreicht. Mit wie vielen Kunden können Sie an einem Tag reden? Noch dazu, wenn Sie aufwendige Beratungsgespräche führen und jeden Monat neue Kunden finden müssen. Wie gut, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt. Empfehlungsmarketing, eine ganz natürliche Sache. Wie oft haben Sie schon Freunden einen Tipp gegeben? Oder vor einem Kauf Kollegen um Rat gefragt? Jeder kennt das. Und genau da setzt Empfehlungsmarketing an. Nehmen wir an, Sie haben ein Produkt entdeckt, von dem Sie begeistert sind. Davon erzählen Sie Ihrer Kollegin Alissa. Alissa probiert es aus, ist ebenso angetan und empfiehlt es ihrer Nachbarin Birgit. Birgit redet mit Chris darüber und der erzählt Daniela davon. Wie alle anderen bestellt Daniela direkt beim Hersteller und gibt dazu die Kundennummer von Chris an, der ihr die Empfehlung gegeben hat. Dafür zahlt das Unternehmen eine Provision. Aber nicht nur an Chris, sondern an alle in dieser Linie. Ein einträgliches Geschäft. Und das ist die zentrale Idee des Empfehlungsmarketings. Das Zusammenwirken der Verbraucher ersetzt Einzelhandel und Direktvertrieb. Niemand muss hier etwas verkaufen. Es gibt nur begeisterte Kunden, die selbst Produkte einkaufen und weiterempfehlen. Und je mehr Sie mit Ihrer Begeisterung anstecken, desto mehr Geld werden Sie verdienen. Wie viel? Das schauen wir einmal genauer an. Wenn Sie mit zwei Alissas sprechen und die beiden das Gleiche tun, dann werden daraus 4 Birgits, 8 Chris und 16 Danielas. Zusammen 30 Personen, von denen Sie bei jeder Bestellung profitieren. Und wenn auf jeder Stufe 3 statt 2 Personen gefunden werden, ergibt das 3, 9, 27, 81, zusammen 120 Personen und eine hübsche Provision. Das geschieht dann eigentlich fast von allein. Aber wenn Sie erst einmal die Kraft hinter diesem Konzept verstanden haben, ist noch viel mehr möglich. Nehmen wir also an, Sie setzen sich höhere Ziele und empfehlen nicht nur die Produkte, sondern betonen auch, welche Einkommenschancen im Empfehlungsmarketing liegen. So bauen Sie allmählich ein Netz von hochmotivierten Partnern auf, die nicht nur für den Vertrieb der Waren sorgen, sondern auch das Konzept weiter verbreiten. Das Prinzip bleibt dasselbe: Geld verdienen, indem man großartige Produkte empfiehlt. Niemand muss etwas verkaufen und niemand muss für etwas anderes bezahlen als für die Produkte, die er selbst verbraucht. Stellen Sie sich vor, dass Sie und Ihre Partner jeweils 5 weitere Personen finden, die Sie mit unserer Hilfe unterstützen und fördern. 5, 25, 125, 625, das sind zusammen 780 Personen. Sie alle verbrauchen im Monat Produkte für rund 100 Euro. Das entspricht einem Umsatz von 78.000 Euro. Wovon Sie satte 10%, also 7.800 Euro erhalten. Und das jeden Monat. Natürlich werden manche im Netzwerk mehr oder weniger erfolgreich sein. Der eine akquiriert 10, ein anderer vielleicht nur 2 oder 3 Personen. Aber eines ist gewiss:
Empfehlungsmarketing funktioniert umso besser, je mehr Energie Sie in Ihr neues Standbein stecken. Und noch etwas. Welche Produkte eignen sich besonders für Empfehlungsmarketing? Hier sind sie, die 4 Erfolgsfaktoren. Erstens, die Produkte haben Premium-Qualität und ein Alleinstellungsmerkmal. Zweitens, es gibt eine ständig wachsende Nachfrage. Drittens, die Produkte sprechen möglichst viele Menschen an. Hundefutter zum Beispiel ist nur für eine kleine Zielgruppe interessant. Viertens, es sollten Verbrauchsprodukte sein, denn der monatliche Nachkauf ermöglicht Ihnen monatliche Provisionen. Unsere Wellness-, Fitness- und Anti-Aging-Produkte erfüllen diese 4 Forderungen perfekt, weil das Interesse an Gesundheit bis ins hohe Alter steigt und auch in den nächsten Jahrzehnten ständig steigen wird. Vor diesem Hintergrund entdecken immer mehr Menschen die Macht der Verbraucher, die sich zusammenschließen und gemeinsam handeln. Empfehlungsmarketing, längst ein Milliardenmarkt, nutzt dieses Potenzial zum Aufbau einer Vertriebsorganisation. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern überall in Europa und überall in der Welt. Empfehlungsmarketing. Gewinnen Sie neue Freunde und sorgen Sie für ein sicheres Einkommen.